Da kommen wir über Schneefeld, mit dem Gosins von Winterthur auf Wildhaus gekommen und zum Bernhard Russi. Er ist das Aushängeschild der ganzen Aktion. Aber er ist sich auch bewusst, dass die Kinder ihn nicht mehr so gut kennen. Ich meine, die kennen natürlich meine Karriere sicher nicht, aber es kommt mir so vor, wie es vorher ein bisschen geschult werden. Ich weiß nicht, ob das dann die Eltern machen und denen das erzählt. Und sie steigen dann aus und sind dann ganz erstaunt, dass ich dann da stehe. Obwohl ich muss ehrlich sein, ich kann doch nicht überall stehen und ich bin auch nicht überall dabei. Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich bin jedes Jahr an zwei, drei verschiedenen Orten dabei. Aber vor allem die Väter schwärmen immer noch von Bernhard Russi. Ich kenne ihn, was er gemacht hat, schon seit mein Vater Kind war. Und ich wollte Skifahren. Er ist Skirennfahrer, Abfahrt. Und ich habe Olympiagold geholt und Weltmeister. Mein Vater hat auch schon früher immer Skirennen geschaut und hat immer gesagt, er erinnert sich noch, weil er ist, dabei war, wo er Olympiagold geholt hat. Das war im 72 Zapporo. Noch viel länger her ist laut Bernhard Russi die Idee von diesen Skitagen entstanden. Ja, die ist mir als ganz junger Bursch schon gekommen. Mit 14, 15 habe ich realisiert, dass wir eigentlich schon unheimlich viel Glück haben, dass wir im Schnee aufgewachsen sind, einfach zur Tür raus auf den Schnee. Das können die Unterländer nicht. Und ich habe immer gedacht, eigentlich müssen die Postautos, die im Winter nichts zu tun haben, die müssen sich weiss anmalen und dann irgendwie von der Stadt, von St. Gallen, von Winterthur, von Zürich, von Luzern, in die Berge fahren und alle Kinder, die auf der Straße stehen, mitnehmen und wieder zurückbringen. Das ist jetzt fast der Fall. Die Kinder werden aus der Stadt am freien Mittwochnachmittag direkt aus Skigebiet gefahren. Und das gratis. Es sind Kinder, die, und das ist für uns auch wichtig, dass das auch ein sozialer Aspekt dahinter ist. Also der erste ist eher ein Gesundheitsaspekt, der zweite ist ein sozialer Aspekt. Es ist doch so, dass sich sehr wahrscheinlich ein Haufen Leute das gar nicht leisten können. Und wir bieten ihnen das, dass ihre Kinder können gratis um Franco einen halben Tag in den Schnee. Und das kommt auch bei den Kids gut an. Einfach, dass man Skifahren halt ganz günstig oder sogar gratis. Ich finde es auch cool, dass man Skifahren kann und das gratis ist. Nächste Woche sind dann die Stadtzürcher dran. Sie gehen nicht auf Wildhaus, sondern auf den Sattel.